Alter, was geht ab, Leutonje? Ich habe gerade eine Arena-Tour gemacht, bin nach Hause gekommen und habe das hier gesehen. Neuigkeiten zu Harry Potter Go! Wizards Unite! Ein erster Einblick. Ich habe es mir schon angeschaut, aber schauen wir es uns nochmal zusammen an. Niantic und San Francisco Warner Brothers Games, ja, sind excited, uns ihren ersten Einblick zu teilen oder mit uns zu teilen. Ja, und ich bin auch excited. Ich bin echt gespannt. Mal schauen, ob es da einen Hype geben wird, wer das alles zocken wird. Schreibt das unten in die Kommentare, ob ihr gehypt seid, ob ihr Interesse habt, ob ihr das zocken werdet. Die labern jetzt hier ein bisschen Hintergrundgeschichte, ein bisschen über Wizards und sowas, Magie, bla bla. Das erste Interessante ist Foundables. Ich weiß noch nicht genau, wie man das übersetzen kann. Sachen, die gefunden werden können. Schwer zu erklären, aber das sind unter anderem Artefakte, Kreaturen, People, also Menschen und Erinnerungen. Die muss man dann halt, wie der Name schon sagt, finden. Und das, bevor die Muggles das sehen. Sieht cool aus. Sehr interessant. Wir beginnen unsere Reise als ein Rekrut der Statue of Secrecy Task Force. Eingerichtet von der Ministry of Magic and the International Confederation of Wizards for the purpose of investigating and containing the Calamity. Calamity? Heißt es so? Spricht man bestimmt anders aus. Nächster Punkt, es gibt eine Map und auf der Map gibt es dann Traces, also Spuren von Magie. Und ja, auf der Map, ich nehme an, das ist einfach so wie der Tracker in Pokémon Go. Vielleicht auch ein verbesserter Tracker, weil unser Tracking-System ist ja nicht das Beste. Ja, dort kann man dann diese Foundables sehen und finden. Und diese Foundables sind an gewissen Orten häufiger oder haben eine höhere Chance, dort zu sein. Und diese Orte sind Parks, Banks, also Banken, Municipal Buildings. Sagt mir gerade nichts, das Wort Municipal. Muss ich mal kurz nachschauen für euch. Kommunal. Städtisch. Stadt. Okay. Also so, ja, öffentliche Gebäude halt. Staatliche Gebäude. Oder städtliche Gebäude. Staatliche. Stattliche. Keine Ahnung, Mann. Aber ihr wisst, was ich meine. Zoos und Artgalerien und mehr. Was dann krass ist, weil so Pokestops oder Arenen, das sind irgendwie so räudige Graffitis oder irgendwelche Unterführungen unter irgendwelchen Brücken. Und das ist so richtig gehoben. So staatliche Gebäude, Artgalerien und so. Auf jeden Fall diese Foundables, die müssen wir dann zurückbringen. Und dann gibt's Unique Rewards. Einzigartige Belohnungen. Und dann gibt's auch, der nächste Punkt, Spell Energy. Also Magie, Energie. Und die muss man regelmäßig in Tavernen, Gasthäusern wieder aufladen. Und die kann man natürlich überall auf der Welt finden. Wahrscheinlich so wie Stops oder Arenen. Und während wir so zocken, können wir auch noch Zutaten für Zaubertränke finden. Und diese Zutaten können wir auch auf der Map finden. Und jetzt kommt das Klasse. Die sind abhängig von der Umgebung, vom Wetter, von der Tageszeit und speziell festgelegte Greenhouses, Treibhäuser, Gewächshäuser, irgendwie sowas. Wir sollen auch noch ein Auge werfen auf Portmanteos. Jetzt macht sich meine Harry Potter Unwissenheit zu zeigen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich nehme an, das ist das hier, was hier unten gezeigt wird. Irgendwelche Portale, die uns zu Wizarding World Locations schicken können. Also ikonische Zauberweltorte. Und das soll mit 360 Grad Advanced AR sein. Also wenn wir da drin sind, dann können wir wahrscheinlich so und so und so uns dann den Raum anschauen, wo wir sind dann sozusagen, oder der Ort. Wie zum Beispiel Ollivanders Zauberstab-Shop. Klingt interessant. Dann gibt es noch Fortresses, Festungen. Auch auf der Map. Und dort gibt's Wizarding Challenges. Also ich nehme mal an PvP. Real-Time Multiplayer Battle. Battles. Plural. Against dangerous foes. Gegen gefährliche Gegner. Also direkt hauen sie alles raus, was halt in Pokémon Go langsam Schritt für Schritt erst gekommen ist. Wetter und sowas. Tageszeiten. Wobei Tageszeiten gab es, glaube ich, schon immer. PvP auch direkt am Start, so wie es aussieht. Wir wollen nicht alleine diese Bedrohungen bestreiten. Sammel deine Freunde. Klingt ungefähr wie Raids. Und dann können wir auch noch uns spezialisieren, welche Art von Magic Skills wir haben wollen. Jeder dieser Fähigkeiten hat natürlich andere Vorteile, die dann zu gewissen Zeitpunkten, ja, besser sind. Also so wie es aufgebaut ist, klingt es schon mal nicht nach Teams, also Gryffindor und Hufflepuff und so, sondern wir sind alle von dieser Taskforce und dann können wir uns aber in diese verschiedenen Magierichtungen spezialisieren. So lese ich das heraus, also nichts mit Team Hufflepuff und so. Schade. Team up and strategize. With witches and wizards from other professions to tip the scales in your favor. What's next? There are plenty more secrets to be revealed and mysteries to be uncovered. So keep your wand at the ready and be prepared to unite with your fellow witches and wizards.
be first to know more information about Harry Potter Wizards Unite. Okay, da könnt ihr euch registrieren und dann kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung. Aber nur über Android, Google Play, weil iPhone ist irgendwie anders. Schauen wir uns noch die Bilder an. Boah, okay, so sieht's aus. Okay. Okay. Ja, interessant. An sich gibt's noch nicht allzu viel zu sagen. Alles sehr abstrakt. Das ist so die erste große Information, die gekommen ist. Der erste große Einblick. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Dann ist Harry Potter Go am Start. Weiß gar nicht, ob ich es anfangen soll, Wizards Unite zu nennen oder weiter bei Harry Potter Go bleiben soll. Aber es ist langsam soweit, Leute. Werden wir das zocken? Werdet ihr das zocken? Werde ich das zocken? Also ich werde es auf jeden Fall testen. Mal schauen, ob es mir gefallen wird. Denkt ihr, es wird gehypt? Denkt ihr, es wird richtig krass abgehen? Oder denkt ihr, das wird so wie Jurassic World Alive? Gut, aber unterschätzt. Oder wird es einfach nur schlecht sein? Ich meine, so wie es aussieht, hauen sie einfach direkt alles rein. In Pokémon Go haben sie alles Schritt für Schritt eingeführt, erstmal getestet und dann neue Ideen gefunden und dann immer langsam implementiert. Und diese Ideen sind jetzt optimiert und die hauen sie einfach alles hier in Harry Potter Go rein. Ich bin gespannt auf das Spiel. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Harry Potter Go ist serious business.